Wo? Wo? Ach, schon wieder so ein fucking Pferd. Ja, das ist okay, das ist okay. Ist okay. Okay, man kann über 1000 Schuss haben, sehe ich gerade. Ich treffe es doch. Oder? Die haben wir schon in Griechenland kennengelernt, die Herrscher. Ja, ich treffe es. Hervorragend, okay. Sehr schön. Ein Medipack! Nehmen wir gerne mit! Aber ich hatte schon echt lange keine brechbaren Böden mehr. Baby, brechbare Böden. Das. Was ist das? Ist das auch ein Ank? Ja, es ist auch ein Ank, okay. Ich speichere erstmal, bevor wir es einsammeln, weil ich bin gerade so ein bisschen Indiana Jones-mäßig drauf, dass ich denke, gleich bricht hier der ganze Scheiß zusammen. Okay. Hajo! Und jetzt? Soll das ein Witz sein? Tut mir leid, ich bin gerade echt. Das ist mir gerade echt zu hoch. Wo soll ich das denn jetzt einsetzen? Gab's hier. Hier gibt's garantiert Wege, die ich noch nicht gegangen bin, aber. Scheiß. Oh Mann, okay. Aber das sieht für mich jetzt so aus, als wären wir hier zumindest schon mal fertig. Vor allem, warum war da gerade ein Speicherpunkt? Das ist mir jetzt gerade alles nicht so ganz geheuer. Ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Moment, ich gehe nochmal in den Raum rein. Tut mir leid, ich muss es gerade einfach machen für mein Gewissen. Vielleicht ist es ja auch gut. Wie gesagt, bisher habe ich heute recht viel richtig gemacht, unfreiwilligerweise. Haja! Man muss den Schrei machen, sonst klappt der Sprung nicht. Das ist ja bekannt. So, okay. Kann ich das hier irgendwo einsetzen vielleicht? So in der Wand oder irgendwo vielleicht? Hier ist wirklich gar nichts. Ist ja lächerlich. Ist ja echt lächerlich. Ah, hier können wir mal. Gut, dann hau ich halt doch wieder ab. Aber ich glaube, ich schätze mal nicht. Also ich glaube wirklich nicht, weil das sah jetzt nicht nach einem Anker aus, was ich da einsetzen muss. In der Tür direkt am Anfang. Sondern es sah für mich eher danach aus, als müsste ich da irgendwie wieder so ein Skarabäus einsetzen. Und das bedeutet, dass ich vielleicht mit dem Ank an der, die das Skarabäus komme. Was aber auch wiederum keine Garantie ist. Ah, Wadenkrampf, oh mein Gott. Okay, was wiederum keine Garantie ist, weil ich das Spiel nicht kenne. Okay, gut, dann gehen wir wieder zurück hier. Fuck, okay, war alles nicht so schlimm. Planschi, planschi, planschi. Gut, okay. Ja, ansonsten nochmal auf die andere Seite des Sphinx. Vielleicht ist da auch noch irgendwas. Zum Beispiel eine Tür oder so. Aber es wäre doof, wenn ich jetzt sterben würde, weil ich dann immer wieder diesen Weg gehen muss. Fände ich recht unkomfortabel. Ich gehe ja erstmal einmal komplett rum und gucke mir mal die andere Seite an. Weil da vorne ist ja nicht mehr viel. Aber schon krass, dass hier einfach so mitten in einem Berg oder keine Ahnung, was das hier sei, so in der riesen Höhle, einfach eine Sphinx steht. Oder die haben das einfach damals nicht hinbekommen, freien Himmel zu programmieren. Was natürlich auch durchaus sein kann. Okay, aber hier würde ich fast mal sagen, dass hier nichts ist. Evil Knievel. Nö. Na gut, dann gehen wir mal wieder hoch. Vielleicht ist es ja doch schon das Rätsels Lösung. Hui! Kommen wir da überhaupt wieder hoch? Scheiße! Nein! Wie kommen wir denn hier wieder hoch? Verflucht! Verflucht! Ja, okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, tut dir nicht weh, Lara. Tut dir nicht weh bei deinen komischen Manövern, die du da immer machst. Okay. Shit, ey. Wie, wo, wer, mit wem? Gucken wir mal hier. Eine Tür, schön. Super. Krieg ich die auf? Mit der Magnum-Munition. Da kann ich auch keinen Angriff reintun, ne? Schade. Einfach reinstecken oder gegenschlagen.
Komm mal hier drüber vielleicht wieder hoch. Du kommst da nicht hoch. Ui. Die werden ja glücklicherweise ein bisschen tiefer. Hui. Oder auch nicht. Ey, verdammt. Das ist doch nicht wahr. Ich meine, es ist jetzt nicht so... Das ist nicht so tragisch, dass ich nicht... Guck mal da an. Ist ja schon recht hoch, ne? Aber jetzt bin ich trotzdem irgendwie planlos. Verdammte Axt. Aua. Nee, doch nicht. Ja, hier kommen wir jetzt wieder zur Tür. Aber das bringt mir auch alles nichts. Ich sag mal, von dem Felsen käme ich wahrscheinlich wieder darauf, aber... Ist auch zu hoch. Oder man muss es mit Anlauf machen. Wo, Kamera? Okay, es war vielleicht ein bisschen zu wenig Anlauf. Hui! Nein, 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 halt dich wieder fest. Weil vielleicht, vielleicht, vielleicht... Kann man sich hier irgendwie irgendwo wieder hochangeln oder so? Hm? Wo jetzt nicht gerade irgendwie so eine Steigung ist. Ach Mann. Okay, ich komme auf jeden Fall höher. Ha, lustig. Aua, aua, aua. Egal. Gut, dann müssen wir scheinbar noch nach einem weiteren Schalter Ausschau halten. Ach, Manu. Da so zum Beispiel. Uiuiuiui. Ich weiß niemals mehr, wie ich da oben zum Einschalter hinkam. Ich glaube, hier habe ich angefangen. Und dann bin ich, glaube ich, nach links weitergegangen. Oder? Hui! Kommst nicht dran, schade. Zu weit. Ach, Mann. So cool, wenn man einfach so mittendrin... Aufhören. Ich komme da gar nicht hoch. Boah, ist doch nicht wahr. Es sieht ja auch gerade alles nicht so schön aus, dieses Level hier. Die ganzen komischen Kotzfarben. Du kannst aber merkwürdig, Dennis, wenn das deine Farbe ist. Bläh. Ich habe schon lange nicht mehr gebrochen. Wobei, irgendwie kommt mir das gerade sehr bekannt vor, dass ich diesen Weg doch schon mal gegangen bin. Also ich weiß, dass ich schon mal oben war, aber ich weiß nicht mehr genau. Ich dachte eigentlich, ich wäre in die andere Richtung gegangen. Ansonsten, wenn ich hier dann doch schon mal war, gehe ich gleich nochmal in die andere Richtung. Dann wäre nochmal was. So. Und hepp. Bei irgendwie muss ich ja die Sphinx unten aufkriegen. Ich dachte eigentlich... Doch, hier war ich schon mal verflucht. Gut, aber das ist nur dafür, dass ich wieder drauf komme. Ach, wie komme ich denn da wieder drauf? Hm. Nein! Nein, 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 nein. Ich stehe gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Also noch höher, okay. Oh nein, ey. Sowas habe ich schon das ganze Let's Play lang befürchtet. Dass ich einfach nicht weiterkomme. Okay, ich, wie gesagt, meine Vermutung ist, dass ich einfach mal denke, dass hier noch irgendwo ein Schalter sein wird. Ansonsten, Möglichkeit 2 wäre, ich komme von hier oben irgendwie wieder in das Innere der Sphinx, da wo wir auch angefangen haben. Und von da aus kann ich dann die Sphinx öffnen. Ob so ist, keine Ahnung. Das werden wir hoffentlich heute noch herausfinden. Weil ich bin jetzt schon so weit gekommen, ohne im Internet nachzugucken. Hilfe. Und das soll auch bitteschön so bleiben. Na gut, einen Tipp habe ich halt vom Spielfreak bekommen mit König Midas Hand. Was wirklich ein hilfreicher Tipp war. Okay, weil da hätte ich auch auf jeden Fall einige Zeit verbracht. Ich will nochmal hier oben hin.
Aber das ergibt keinen Sinn, wenn ich von hier aus wieder auf die Sphinx käme, weil ich ja eh zwischendurch runter muss, um nämlich das Ankh zu holen. Wie heißt das denn überhaupt? Ah, Ankhkreuz. Sehr kreativ. Doch. Hui. Vielleicht bin ich auch schon 10 Mal an dem Schalter vorbeigerannt. Ich weiß es nicht. Okay, es sollte reichen. Dankeschön. Okay, und... Oh ja, okay, jetzt sind wir wieder hier. Den haben wir schon mal betätigt. Das haben wir ja schon mal gut gemacht. Na gut, dann springe ich da mal weiter, ne? Wenn ich es denn schaffe. Wahrscheinlich werde ich sterben. Nein, Lara, nicht das machen jetzt hier. Ich muss auf jeden Fall 2 Schritte machen. Okay, hervorragend. Oh mein Gott. Gut, gut, gut. Komme ich da hin? Das sieht schon wieder so weit weg aus. Ich werde wahrscheinlich... Also ich würde sowas von tot sein, falls ich das nicht schaffen sollte. Ich würde nämlich gern weiterspringen. Oh, ey, die ist so stark, die Lara, ne? Stärkste Frau der Welt. Oh, bitte, 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 bitte. Schicke mich zum 2. Schalter. Ich wäre sehr froh darüber. Wirklich sehr froh. Ja, bin ich an der Kante? Ja, noch nicht ganz. Okay, noch nicht ganz ist gut. Bin ganz schon weit weg. So, und... Hoio! Toll, von hier aus komme ich jetzt nirgendwo hin, oder was ist das? Kann ich dahin weiter? Ach, dahin... Oh, ich glaube, ich habe... Oh! Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nein! Nein! Oh! Oh! Ich weiß, ich mache das auch immer auf eine doofe Art und Weise mit dem Kreismove. Das ist immer sehr riskant. Das hat mich schon das ein oder andere Mal getötet. Aber ich bin zu faul, mich umzudrehen und dann nach hinten zu zeigen. Es ist einfach so. Ich weiß, wie es funktioniert, theoretisch, aber ich setze es nicht ein, weil ich das Risiko liebe. Gut, Freunde, also das, ne, ihr wisst Bescheid. Ich schneid's raus. Bis gleich. So, Freunde, 4 Minuten hat's gedauert. Und diesmal nicht ganz so riskant. Einmal so, zack. Genau, einmal fallen lassen. Und dann scheine ich jetzt von hier aus weiterzukommen, ne? Oder auch nicht. Fuck! Was habe ich denn da gerade gesehen? Ich dachte, ich komme von hier aus weiter. Scheiße. Vielleicht klappt es ja doch noch. Also da oben ist auf jeden Fall ein Schalter. Ich will da hin. Oder? Ist das eine Tür? Ich weiß es nicht. Shit. Wo hätte ich hier am Anfang des Levels? Das glaube ich nicht. Nee, nee. So böse ist das... Ja, wobei... Na, ich glaube, es ist... Doch, es ist auf jeden Fall ein Schalter. Okay. Da kann ich auch landen. Eieieiei. Das sieht doch ziemlich gut aus, weil ich hätte nicht gedacht, dass es dahinter doch noch weitergeht. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. So. Also der Sprung sollte eigentlich schaffbar sein. Okay, super. Warum die jetzt so schwer aufgekommen ist, weiß ich allerdings nicht. Nun komm, mach mir bitte die Sphinx... Ah, es ist ein Speicherpunkt. Es ist kein Schalter! Was? Was? Oder? Ich dachte, dieses braune da oben, diese horizontale Linie, die seht ihr ja, ne? Ich dachte, das wäre der Hebel selbst, auch vom Weitem. Leck mich am Arsch. Na gut, dann speichern wir halt nochmal ab. Nein, ich tue es nicht, weil, nee. Davon, dann müssen wir den ganzen Kack wohl doch nochmal machen. Ja, okay, aber von hier aus kommen wir wenigstens wieder zurück zur Sphinx. Das ist ja auch schon mal was. Wie mutig ich hier auf einmal bin, nur weil ich jetzt, hier, ne? Was? Da oben. Sch, sch, sch. Die Dinger mag ich überhaupt nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Danke. Und da oben habe ich doch schon noch einen gesehen. Oder war der es? Da oben, seht ihr es? Da oben? Ja, ja, seht ihr, ne? Das Level hat sich geändert. War der Stein, der war vorher noch nicht da, oder? Oder ich rutsch da runter.
Der war vorher noch nicht da. Das könnt ihr mir jetzt nicht erzählen. Ah, soll ich erstmal runtergehen, versuchen, ob ich da was einsetzen kann? Nein. Nein, nein, nein. Ich gehe erstmal hoch. Ich gehe erstmal hoch. Vielleicht war es ja doch nicht so eine schlimme Entscheidung von mir. Nein, nein, ist schon okay. Ich gehe dann einmal hoch und. Ah, ja, ja, ja. Gut, okay. Ich mache eure Taktik. Ihr habt gewonnen. Ein bisschen höher, so. Ich bin ganz nah dran, okay. Was ist denn da los? Warum klappt das denn nicht? Das muss doch funktionieren, jetzt mal ohne Witz. Die ist doch schon quasi da. Und da kann man garantiert hochklettern. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Von wenn da oben schon so ein Arsch auf uns wartet, da geht das doch. Die macht die Leap of Faith ohne Ende. Und kriegt da nicht hin, da hochzuklettern? Da, meine Güte. War doch nicht so schwierig, oder? Himmel, Herrgott, ey. Okay, da oben ist was. Ist nicht zufällig ein Anschluss oder so, ne? Doch, 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 doch. Jetzt geht die Sphinx auf, jetzt kann ich wieder runterrennen. Pass auf. Doch nicht. Hä? Wie? Was? Warum nicht? Was soll das denn? Wo soll ich denn jetzt hin? Oh, nö. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch, weil da ist das Level zu Ende, denke ich. Ich war mir so sicher, dass das Scheißding da jetzt aufgeht, ne? Und was ist das da hinten für eine Tür? Da hinten ist auch noch was. Aber wo soll ich denn sonst noch was reintun? Kann ich das jetzt drücken, den Schalter oder so? Ne? Keine Interaktion möglich? Das finde ich sehr schade. Oh ja, ich bin tot. Scheiße. Ja. Fuck it. Ah! Wir haben ja gerade gespeichert. Ist jetzt nicht so schlimm, aber. Verdammt. Was muss ich denn hier noch machen? Ja, gut, unten den Skarabäus könnte ich noch reinklatschen. Aber ich habe keinen Skarabäus. Das ist ja ein großes Problem. Okay, gut. Also, von hier aus, ne? Erstmal schön lecker unsere Knarren rausholen. Runterrutschen. Jetzt gucken wir.